Hallo meine Freunde des Offroad-Zweirads, der Daniel hier von Emo2X. Wir sind dieses Jahr zum dritten Mal in Folge in den Bregenzer Wald gefahren zu den Offroadern Krumbach, um am Mofacross-Rennen teilzunehmen. Dieses Jahr hatten wir noch Verstärkung, zwar der Leon und der Leonas waren mit am Start und zudem auch noch der Alex, einer unserer Stammkunden von Emo2X. Ja, leider Gottes waren wir nicht bei allen wirklich gemocht. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Fangen wir an mit den 85cc Cross, in die Leon und Leonas eingestuft worden sind. Was nicht so ganz fair war, da zum einen die Bikes und zum anderen die Fahrer deutlich kleiner waren als alle anderen der Klasse. Dafür haben sie sich aber bombenmäßig geschlagen. Ihr seht ja schon beim Start, sie waren doch die kleinsten Jungs auf dem Track, aber die Großen mussten hart beißen, dass sie das irgendwie regeln konnten. Leider Gottes hatten wir ganz am Ende nochmal einen kleinen Zwischenfall, da einer der größeren Jungs unseren Leonas überrollt hat und dabei blöderweise auch die Gabelbrücke des Bikes zu Bruch gegangen ist. But anyway, die Jungs haben sich tapfer geschlagen, kann man nicht meckern. Nächstes Jahr wird es wohl deutlich besser werden. Dann hatten wir die Klasse 125cc getunte Schaltermopeds. Da sind der Daniel, der Alex und meine Wenigkeit mitgefahren. Und eben hier hatten wir am Anfang auch unseren Stänkerer. Beim Start bin ich leider nicht ganz so gut weggekommen auf der Außenseite, konnte mich aber dann direkt hinter unseren Stänkerer wieder einjustieren oder einordnen. Ja, ich drehe mich sogar um, ich fahre viel lieber vorbei. Und Daniel hinterher, der zu dem Zeitpunkt auf Platz 1 gelegen ist, leider Gottes dann aber im Laufe der Renndistanz von um die 5 Minuten Temperaturprobleme bekommen hat. Bevor er die hatte, ist nochmal ein junger Herr an mir vorbeigezogen mit etwas stärkerem Fahrzeug und deutlich stärkerer Fahrtechnik. Kurz drauf kam ich dann an Daniel vorbei. Der Alex hat es nochmal ein bisschen probiert von hinten zu attackieren, ist glücklicherweise nicht geschafft. Und damit war das Rennen dann auch schon vorbei. Mit mir auf dem zweiten und dem Alex auf dem dritten Platz. Ja, dann blieb uns nur noch die Sonderklasse, das heißt die offene MX-Klasse mit den großen Fahrzeugen, in der sich der Dave mit der Stark Wag angemeldet hatte. Ich mit meiner Ultra B und den 19 kW hätte mich auch bei den 125ern anmelden können. Wollte aber doch mal wissen, wie es denn in Konkurrenz zu den dicken Dingern so aussieht. Naja, man sieht es schon am Start. Dave zieht uns allen davon. Ich konnte mich zu dem Zeitpunkt auf Platz 3 oder so einordnen. Musste dann aber relativ schnell auch nochmal den einen und dann den anderen Platz abgeben. Ihr seht schön, Dave dominiert ganz klar durch hervorragende Fahrtechnik. Man muss dazu sagen, seine Stark ist auch noch mit Treibereifung ausgestattet. Das heißt, Seitenhalt hat das gute Stück nicht wirklich hervorragend gefahren, mal wieder vom Dave. Startzielsieg, so wie wir es sehen wollen. Tippitoppi. Das hätte jetzt tatsächlich nicht mehr wirklich sein müssen. Und zwar hat mich Dave noch als erster und einziger kurz vor Zieleinlauf überholt. Naja,
Der gute Dave, Platz 1 mit Tagesbestzeit. Bei mir hat es zu Platz 5 gereicht. Der Klasse Sonderklasse ist der David Hartmann.